Hey, mein Name ist Andy und in diesem Video erfährst du alles über die Bialetti Venus in der Viertassen-Version. Los geht's! Herzlich willkommen zum heutigen Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Heute schauen wir uns die Bialetti Venus in der Viertassen-Version an. Ich habe diese Kanne jetzt schon über knapp 1,5 Jahre und mehrere hundert Tassen damit zubereitet und ich bin sehr zufrieden, denn nicht nur der Geschmack ist wirklich gut, verglichen zum Filterkaffee ist er halt kräftiger und intensiver. Auch die Reinigung und Handhabung ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Und da ich mal kurzzeitig eine Aluminiumkanne hatte, kann ich sagen, dass sie auf jeden Fall vieles erleichtern wird. Denn die Kanne ist aus Edelstahl, dadurch ist sie auch super leicht zu reinigen. Wie ihr sehen könnt, ist sie auch noch sehr gut in Schuss. Sie hat also kaum Kratzer und Gebrauchsspuren, was ich richtig gut finde. Wie die Mokka-Kanne funktioniert, zeige ich dir kurz im Folgenden. Leicht einen schönen Mokka aus dieser Kanne zu zaubern. Und ich würde die Kanne jedem empfehlen, der kräftigeren Kaffee mal zu Hause zubereiten möchte mit einer Herdplatte. Geht übrigens auch mit einer Induktionsherdplatte. Der auch ein leichtes Gerät haben möchte, das man zum Beispiel auch gut transportieren kann und gut reinigen kann. Das ist mir immer ganz wichtig. Nachdem ich einen Kaffee gekocht habe, habe ich ehrlich gesagt nicht Lust, noch eine riesen Putzsession einzulegen. Von daher ist das echt super. Wasser filtert einfach ab. Restliches Wasser raus, Kaffee füllt einmal mit dem Finger säubern und ein bisschen laufendem Wasser. Genauso hier oben im oberen Hauptstück. Ist wirklich gut und kostet bei Amazon 23 Euro. Ich habe sie, wie gesagt, seit über einem Jahr und bin wirklich zufrieden. Neben dem Handfilter für mich die beste Methode, zu Hause einen guten Kaffee zuzubereiten. Den Link zur Bialetti Venus findest du in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da oder Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.